Hallöchen und willkommen, da sind wir wieder zurück in DR Billions. Lang ist's her. Und ja, ich bin endlich wieder online, ich habe endlich wieder Internet und wir starten heute direkt in die Kampagne zu DR Billions, was ich witzig finde, denn bevor ich umgezogen bin, als ich dann kein Internet mehr hatte, da war mein aktueller Stand so der, ja, Kampagne ist in Entwicklung und kommt irgendwann 2019. Jetzt habe ich wieder Internet und alle reden von nichts anderem als von dieser Kampagne. Faszinierend. Okay, ich könnte natürlich an der Stelle auch irrsinnige Storys erzählen, was hier mit dem Umzug alles gelaufen ist, was mit dem Internet und alles gelaufen ist, mit Telekom, mit Vodafone und hast du nicht gesehen? Oh Gott, das hebe ich mir aber erstmal auf für später oder ich mache ein extra Infovideo dazu, das ist vielleicht sinnvoller. Mit Command & Conquer wird es auch weitergehen, demnächst. Jetzt hauen wir hier erst einmal eine Session in der Kampagne raus und ich könnte an der Stelle auch noch ganz kurz anmerken, es wird zwar wie gesagt extra Infovideo dazu geben, aber ich sag's an der Stelle auch nochmal, es wird leider Gottes keine Livestreams mehr geben. Das ist technisch nicht mehr möglich, weil die Internetleitung hier, die ist zwar jetzt vorhanden, aber die ist unter aller Sau. So, das kann man mal so raushauen. Ich sage jetzt hier, neues Spiel, Kampagne. V, bitte schreibe deinen Namen. V, bitte schreibe deinen Namen oder Nicknamen, welchen du mit dieser neuen Kampagne verwenden möchtest. Ja, ist ja wohl mal freilich logisch hier, ne? Ich glaube, wir kriegen eine Filmsequenz. Ich schalte mal besser das Mikro ab. Oh ja, okay. We will never know what happened. It was more than two centuries ago, when those humans sowed the seeds of their own destruction and left us with a legacy of terror. For all of them are now the monsters of our nightmares. How ironic that they ended up like this. I am Quintus Crane, your leader, your savior. I founded the new empire and the city that now shelters you. And now, the time has come to no longer live hidden like rats behind the walls of the great crater. It's time to face our monsters. Time to go out into the world and reconquer it for the glory of humankind, for the glory of the new Empire! Alter, wie episch. Oh, es geht weiter? 13 Jahre später. Welcome. So you want to be the new general to lead the reconquering campaign? Well, I warn you, my young general, your mission won't be an easy one. How many attempts have there been so far? 10? 12? All your predecessors are dead or have gone mad. Do you really think you can do better than them? Okay. I'll give you a chance. Listen carefully. Our goal is to build new colonies in strategic locations to expand the empire beyond the Great Crater. I also want you to explore the ancient human strongholds and retrieve any technology from before the pandemic. We will use that to build more powerful colonies. You may also find swarms blocking your way. Destroy them with the might of the Empire's army. But be warned, failure is not an option. Succeed in your mission or never return. Das nenne ich mal eine Ansage. Aber ich habe irgendwie so die Befürchtung, so wie ich den Schwierigkeitsgrad der Entwickler kenne, wird die Kampagne zum Schluss sauschwer. Gott, ist es laut. Ich hoffe, das ist später im Video nicht so laut. Der Held der Kampagne ist eine Haupteinheit in taktischen Missionen, wenn du antiken Städten der Menschen erforschst. Eine Änderung des Helden während der Kampagne ist nicht möglich. Okay, wir haben Calliope und Kalos.
Spricht man den so aus? Ich habe keine Ahnung, das klingt alles sehr lateinisch. Kellos ist einer der besten Soldaten aus der Quintus Crane Elite Brigade. Mit einer beeindruckenden Größe und Stärke wird Kellos niemals den Rückzug antreten, weil er mit Leichtigkeit den feindlichen Angriffen standhält, während er sie tötet. Kellos trägt einen Zerstörer, eine schwere Waffe zum Abschießen von großen explosiven Geschossen. Obwohl seine Schüsse langsam sind, ist sie in der Lage, mehrere Infizierte mit einem Schuss zu vernichten. Das gefällt mir ganz gut. Calliope ist vermutlich die tödlichste Einheit der imperialen Soldaten und sie ist berühmt für ihre Geschwindigkeit und tödliche Treffsicherheit. Calliope trägt immer zwei Pistolen, welche sie selbst entworfen hat, mit sich. Sie nennt sie Teufelsschwestern. Auch wenn die Reichweite beschränkt ist, kann Calliope so schnell schießen, dass die Gegner sich wundern, was passiert ist. Okay. Also ist sie mehr so der Tomb Raider-Style. Ich mach aber mal ihn hier. Ich will hier fette Panzerfaust und so. For the glory of Quintus. Ja, whatever. So, das ist unsere Map. Hier werden gar keine Tutorials mehr eingeblendet, weil ich vorhin schon mal gestartet habe, um reinzugucken, wie das Ganze aussieht. Ist aber gar nicht so schlimm, das meiste ist relativ selbsterklärend. Das ist ein ähnlicher Aufbau wie bei Robin Hood. Wir haben halt hier unsere Map und hier mehrere Locations, also momentan nur eine. Später werden es noch mehr. Wir werden mehrere Missionen zur Auswahl haben, können aber nicht alle erfüllen, wie ich es verstanden habe. Und wir sehen hier auch immer den Schwierigkeitsgrad. Momentan steht es hier auf 50%. Aktueller Schwierigkeitsgrad der Kampagne. Wenn du eine neue Mission startest, startest du mit dieser Schwierigkeitsstufe. Okay, Moment. Was haben wir denn? Herausfordernd, schwer, brutal, Albtraum. Ich würde sagen, wir spielen schon auf 100, oder? Für den Anfang mal auf 100. Ich habe natürlich, wie gesagt, keine Ahnung, wie schwer die Kampagne tatsächlich wird. Weiß ich nicht. Wir können es jederzeit ändern, steht hier. Wir fangen mal mit 100% an. Weil ein bisschen habe ich ja aus dem Survival-Modus noch drauf. So, hier oben haben wir unsere ganzen Forschungspunkte. Das bringt jetzt aber, glaube ich, noch nichts, weil wir noch nichts freigeschaltet haben. Huch. Heldenübersicht. Ach, guck, in der Heldenübersicht war ich noch nicht drin. Du kannst die Charakteristiken deines Helden in der Kampagne einsehen. Verfügbare Fertigkeitenpunkte kann man hier verteilen. Und Verbesserungen auswählen. Okay. Hier haben wir seine ganzen Werte, was er an Angriff und Geschwindigkeit und so weiter hat. Ach, und hier könnte man die ganzen Boni freischalten. Das geht natürlich momentan nicht, weil wir nichts haben. Okay, zurück zur Map. Dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Das versteckte Tal. Ach, er fragt auch nochmal extra. Er fragt nochmal extra nach der Schwierigkeit. Okay, brav. Das versteckte Tal. Unsere Jäger haben ein kleines Tal an einem kleinen Fluss gefunden. Das ist mit Sicherheit der beste Ort, um die erste Kolonie jenseits des großen Kraters, wo sich die Hauptstadt des neuen Imperiums befindet, zu errichten. Auf der Karte siehst du Erzvorkommen, welche benötigt werden, um die Kaserne für die Verteidigung der Stadt zu bauen. Okay, wir haben Siegbedingungen und Niederlagenbedingungen, wie in Stronghold. Also, so ein bisschen erinnert es mich daran. Wir müssen alle Infizierten töten, die Koloniebevölkerung auf 300 aufstocken und wir müssen uns sämtlichen Schwärmen widersetzen. Ich hoffe, da kommen nicht allzu viele Schwärme im ersten Level. Und natürlich, die Kommandozentrale darf nicht fallen. Okay. Look for the gaps and fix them. Also wir haben jetzt hier auch immer wieder so kleine Tipps eingeblendet, die als Nachrichten verstanden werden können. Finde ich ganz cool. Und oh, es regnet! Alter, wie geil ist das denn? Es regnet! Ich habe mich noch nie so über Regen gefreut. Wie geil! Kolonisten. Ja, meine erfolgreich. Ja, genau. Wir brauchen Koloniegebäude. Wir müssen Wohnhäuser errichten. Wähle dafür die Kommandozentrale. Bla 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 bla. Die Kolonisten werden mit dem Zug in deiner Kolonie ankommen, welcher jeden Tag in deiner Kolonie anhält. Okay. Das heißt, die werden nicht einfach da sein wie im Survival-Modus, sondern pro Tag fährt hier einmal der Zug durch. Das heißt, wir müssen uns ganz genau überlegen, was wir bauen, was wir wann wohin bauen. Dann fangen wir doch am besten schon mal an mit einem Nahrungsgebäude. Warte mal, kriege ich da zwei hin, wenn ich einen da hinsetze? Und da drüben... Nein, wir haben nicht genügend Material, uns fehlt Gold. Oh, dann habe ich aber auch kein Gold mehr für Zelte. Okay, ja, dann vergiss das wieder. Dann vergisst es wieder. Ja, dann bauen wir uns lieber drei Zeltelein. Dann fange ich mal hier so an. Nein. Das fängt ja gut an. So. Ja, dann schauen wir uns erstmal um. Da sehe ich schon Zombies. Nein, das ist ein Vogel. Der Vogel klingt wie ein Huhn. Aber okay. Ich werde es nicht nehmen. Oh, es gewittert sogar. Boah, es ist geil. Halt, 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 halt. Killt sie, killt sie, killt sie, killt sie.
Kolonisten und Soldaten brauchen Nahrung. Ach, was Quatsch. Um Nahrung zu bekommen, errichte Fischhütten und Jagdhütten. Wähle die Kommandozentrale. Okay. Ja, gut, das kennen wir ja schon. Mehr oder weniger. Ah, okay, also die Zelte generieren jetzt schon Gold, obwohl da noch keiner drin wohnt. Was ist das? Achso. Übersicht über unsere Info. Oh, okay, Übersicht über die Info, ja. Über die Missionsziele. Hänge ganz gern da so ein und da so ein. Und dann haben wir kein Geld mehr. Voll geil. Und ich will die Steine haben. Erzabbau. Ja, wissen wir. Wir wissen, wie das mit dem Erzabbau funktioniert. Oh, hier ist ein bisschen Action. Kommen die da durch? Nein, die kommen hier nicht durch. Geil. Oh, da kommt der Zug. Ich habe auch gelesen, der Zug, der würde Zombies überrollen. Wir gucken mal. Putt. Naja, ich glaube, der ist zu langsam. Nein, nee, ja gut, die Bogenschützen haben ihn gekillt. Schade. Okay, also hier ist nichts mehr. Aber da drüben hatten wir noch Zombies, die sollten wir ausschalten. Und unser Hauptcharakter ist nicht da, ne? Weiß gar nicht, ab wann wir den spielen werden. Wahrscheinlich wird es hier wie in... Dingens, na, wie in StarCraft wird es wahrscheinlich hier so einzelne Missionen geben, die nur für den Hauptcharakter gedacht sind. Ich mach mal hier meine überaus geniale Baukunst wieder, ne, ihr kennt es ja. Ah ja, und die Gleise sind, glaube ich, eine Herausforderung, weil wir da keine Mauern drüber bauen können. Das heißt, da kommen die Zombies dann rein. Und ganz persönlich muss ich auch sagen, ich hoffe, die Kampagne zieht nicht zu sehr an. Also nicht zu schnell zu sehr. Denn ich wollte das ganz gern auch nutzen, um wieder ein bisschen ins Spiel reinzukommen. Ich muss nämlich gestehen, Day of Billions habe ich überhaupt nicht mehr angerührt seit dem letzten Mal. Und das ist ja jetzt doch schon wieder, was, 2 Monate her? 3 Monate her? Ich weiß es nicht mehr. So, jetzt schauen wir erst einmal, dass wir da in Richtung Steine runterkommen. Wir müssen unbedingt Soldaten ausbilden. Und wir könnten hier auch noch was reinbauen. Da haben wir nichts mehr. Okay. Die Frage ist, was... Ah, er bringt die nächsten Kolonisten wieder. Okay. Was ist das? Halt! Was ist denn das? Achtung, die Infizierten! Die Infizierten wandern überall im Tal umher. Eine Erkundung sollte nur mit Kampfeinheiten geschehen. Nee, weißt du, ich schicke Frauen und Kinder vor. Also über diese kleinen Holzschilder kriegen wir auch nochmal Tipps. Das ist ja cool. Holz. Ich wusste, ich habe was vergessen. Mann. Ja, ich sag ja. Ich wollte es nutzen, um wieder ins Spiel reinzukommen. Fangen wir schon mal an, hier alles zu dezimieren. Ja, lass mal die mal da so ein bisschen, ne? Ich hoffe halt nur, dass von hier unten nichts hochgewandert kommt. Oder von hier so. Das wäre, ungut. Oh. Ja, vielleicht warten wir hier mit dem Dezimieren noch so ein bisschen. Ich stelle mal 2 Tussis da ab. Die anderen 2 schicken wir nach unten. Es wäre ein bisschen lächerlich, wenn es in der ersten Mission der Kampagne gleich zu einem Fehlschlag käme. Okay, du hast das im Blick. Wir schauen hier mal rum, ob wir hier irgendwo einen Zombie haben, übersehen haben. Aber hier ist weit und breit nichtens. Okay. So. Da ist er wieder. Wir brauchen Futter. Mehr kriegen wir da, glaube ich, gar nicht hin. Aber da drüben kriegen wir mehr. Kriege ich hier... Oh, plus 14. Ja, geil. Nehme ich. Kann ich den nicht bauen? Nein, kann ich nicht. Okay. Was genau ist eigentlich jetzt die Existenzberechtigung von dem Zug, wenn der gerade keine Kolonisten dabei hat? So wie jetzt? Was macht der dann? Der bringt uns keine Ressourcen, der macht gar nichts. Der ist halt einfach da.
Schon ein bisschen doof, ne? Energie, ja, wir wissen Bescheid mit der Energie. Alles kein Thema. So, wir schauen mal kurz hier drüben. Okay, da ist auch wieder die gleiche Warnung, warum auch immer. Das ist eine schöne Brücke hier. Oh ja, ich wollte auch mal gucken, ob sie den Trick rausgefixt haben. Ja, dazu müsste er auch mal funktionieren. Nein, sie haben es nicht gefixt. Der Bug ist immer noch vorhanden. Oh. Oh Gott, da kommt was gelaufen. Kommt er? Oh, ich höre einen Zug. Nicht so geil. Strom. Wir brauchen Strom. Weil ohne Strom geht hier nichts. Aber weißt du was, komm, bauen wir gleich zwei. Was soll der Geiz? So, wenn ich jetzt hier... Ne, die Hütten, die müssen ja erst errichtet werden. Das heißt, es bringt mir nichts, dass der Zug jetzt ankommt. Was, wähle eine Fläche mit einer sauberen Fläche? Willst du mir damit sagen, die Schienen sind dreckig oder was? So, komm, krieg ich da noch was hin, da krieg ich was hin, da krieg ich was hin, hier krieg ich nichts mehr hin, habe auch keine Ressourcen mehr, sehr gut. Ich hoffe, der Zug hat jetzt dieses Viech überfahren. Ich guck nochmal kurz nach. Nein, er hat's nicht überfahren. Ja, genau, Alter, was ist denn da los? Ich lasse die jetzt einfach genau da stehen. Okay, wir brauchen dringend diesen Steinbruch. So, die zwei Dinger stehen gleich, dann haben wir Ström. Sehr, sehr gut. Ich will hier wieder Dingensen haben, gib mir Geld. Ach, wir brauchen Nahrung. Ja, Nahrung. Kriege ich hier irgendwo nochmal... Nee, den kriege ich da nicht hin. Kriege ich dich hier irgendwo hin? Da, 16er Nahrungsfeld. Ja, cool. Ich glaube, dass wir die ganzen Technologien, die wir sonst normalerweise nutzen, auch erst wieder freischalten müssen. Da hat sich zwar der ein oder andere ein bisschen drüber beschwert. Zu Recht, muss ich sagen. Dass hier mit der Kampagne keine neuen Technologien und auch keine neuen Einheiten mit ins Spiel gefunden haben, also ihren Weg gefunden haben, sondern dass einfach nur Inhalte jetzt rausgenommen wurden quasi. Und im Endeffekt... Attention. Building completed. Geil. Im Endeffekt musst du jetzt alles neu erforschen. All das, was du im Survival-Modus zur Verfügung hast, musst du hier erstmal freischalten. Ist zwar irgendwo logisch, war in jedem anderen Spiel bisher auch so, aber in jedem anderen Spiel... Ja, da war es halt auch so ein langsamer Aufbau. Es fing nicht damit an, dass du einen Spielmodus hast, wo alle Technologien zur Verfügung stehen und dann kommt mal irgendwann die Kampagne, wo du wieder alles einzeln freischalten musst. Also ich sag mal so, ein, zwei neue Einheiten hätten sie sich leisten können. Tag 20, der nächste Schwarm wird die Kolonie in 20 Tagen erreichen. Oh. Attention. Building completed. Okay. Das heißt für mich im Endeffekt Gas geben. Oh Gott, Holzzäune können wir bauen. Ist ja ein Witz. Ist ja rein Witz. Ja, gehen wir mal in der Richtung weiter. Kann ich da noch was setzen? Nein, kein Geld. As usually, there is no money. Dann leveln wir halt in der Zwischenzeit unsere Bogenschützen ein bisschen hoch. Ich kann da mal ein bisschen rumballern. Die Map ist auch nicht sonderlich groß, ne? Viel gibt's hier nicht. Wäre aber cool, wenn wir die Map säubern könnten. Wie schaut's aus mit Kaserne? Kaserne, Stein, 20 Gold. Okay. Dass ich mir das nie merken kann. Oh. Sie hat ein bisschen was zu tun da unten, ne? Da kommt der nächste Zug und sollte jetzt wieder ein paar Gebäude freischalten. Theoretisch.
Kann ich eigentlich ein Lager... Ich kann gar kein Lager ausbauen. Okay. Nicht genügend Material. Warum, was fehlt? Nahrung? Jawohl. Dann weiten wir uns einfach mal ein bisschen aus, ne? Wird eh noch eine Weile dauern, bis wir... Ja, wobei, wir haben es fast mit der Kaserne. Was frisst die an Holz? Ja, okay, hat sie. 20 Holz, kein Problem, haben wir. Ich frage mich, ob wir dann... Können wir dann Soldaten ausbilden oder nur Bogenschützen? Oh, da ist ein Lager. Da ist ein kleines Zeltlager, das müssen wir uns angucken. Armee und Einheiten. Du hast jetzt genügend Steinreserven in deiner Kolonie, um eine Kaserne zu errichten. In diesem Gebäude kannst du neue Einheiten für deine Armee ausbilden, das wissen wir ja. Es hat Ausbildungs- und Verpflegungskosten, Goldnahrung, andere Ressourcen. Zu Beginn ist lediglich der Jäger verfügbar. Neue Einheiten können erforscht und diese können dann in der Kaserne ausgebildet werden. Okay, also Moment mal, willst du mir weismachen, dass dieser komische Imperator, wir nennen ihn fortan Imperator, weil ich mir seinen Namen nicht merken kann, ich glaube Quintus war es, der hat also diese fette Menschenkolonie in diesem Krater errichtet und alles, was denen zur Verfügung steht, sind Pfeile und Bogen? Nicht mal irgendwelche Schusswaffen? Interessant. Krieg ich mal bitte ein bisschen Geld? Ich brauche hier, ne? Aber, man muss ja auch mal dazu sagen, was mir gerade noch so auffällt, die haben ja ein bisschen neue Musik mit eingebaut und ich finde die eigentlich sehr schön. Erinnert mich stellenweise ein bisschen an Robin Hood, die Legende von Sherwood. Sehr schönes Spiel. Hat immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. So, Nahrung. Schauen wir mal, ob wir hier irgendwo... Ja, ja, ja. Ich gucke sofort. Achso, ich habe kein Geld mehr dafür. Okay, was ist los? Wie schaut es denn bei dir eigentlich aus? 47% Fortschritt? Nee. Alter, dieses Gewusel hier unten, ne, das macht mich auf der Map ganz kirre. Macht mich total kirre. Wir sollten mal schauen, dass wir vielleicht... Da bekämen wir nochmal was raus. Oh, hier ist der Map-Rand. Hier kannst du ja so gar nichts mehr machen. Ja, ganz blöde Frage. Haben wir jetzt Zombies? Hier ist gar nichts. Hier ist rein gar nichts. Ja, wir spucken mal Soldaten aus. Wir brauchen, ja, das heißt Soldaten. Bogenschützen. Attention. Building completed. So, die stehen soweit. Ja, dann können wir sowieso nicht so viel machen hier, ne? Dann müssen wir schauen, dass wir irgendwie noch an Nahrung rankommen. Weil Bogenschützen, die fressen... Oh nein, die fressen nicht mal Nahrung. Brauche ich für den Unterhalt Nahrung bei denen? Nee, ne? Nö, benötigt nur Geld und Arbeitskräfte. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir einfach nur genügend Wohnhäuser bauen. Was sowieso nicht verkehrt wäre, weil, ja, Geldmangel und so, ne? War das schlau? Ah ja, doch, es geht. Okay, dich schicken wir mal gleich da hoch, dass ihr da zu zweit arbeiten könnt. Ich traue mich nicht, die Brücke hier unbeaufsichtigt zu lassen, zumindest den Zugang. Wenn die mal dastehen. Oh, alles klar, alles klar, alles klar. Blöde Idee. Die sind ganz schön aggro. Ich glaube, wir schicken da besser noch eine Bogenschützin rauf. Da schreien unsere Kolonisten wieder um Hilfe. Das kennen wir ja nicht anders. Hier kommt. Kann ich noch eine Kaserne bauen? Wir haben ja gelernt, zwei Kasernen produzieren schneller als eine.
Du auch gleich da hoch. Los, 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 los. So, und jetzt haben wir etwa 12 Tage Zeit, diese Kolonie aufzurüsten. Das heißt, ich sollte auch mal hergehen und dieses Zeug hier bauen. Wie, geht nicht? Ey, schon wieder kein Geld mehr. So, damit sind wieder ein paar Hütten fertig. Wir sind bei 152 Kolonisten. Ja, stimmt, wir müssen 300 Kolonisten erreichen, ne? Dann sollte ich hier mal ein bisschen pushen. Vor allem wäre es gut, wenn wir jetzt ein bisschen Reichweite bei Bäumen hätten, dass wir da wieder Nahrungsgebäude aufstellen können. Zusätzliche Sägewerke zu errichten, hilft uns ja nicht wirklich. Wie sie teilweise loslaufen wollen, ne? Diese kleinen Säcke. Okay, pass mal auf. Du gehst zu ihr mit dazu. Du gehst da runter. Moment. Da packt man einen hin. Dann haben wir kein Geld mehr. Sehr gut. Es sind genügend Infected around. Macht sie platt. So, ihr zwei bewacht mir hier die Brücke. Ich hoffe, der Zug, der fährt unsere Einheiten nicht platt, aber ich glaube nicht. Nee, er schiebt sie nur weg. Okay. Alles gut. So, dann wollten wir hier sowas vielleicht nochmal haben. Ja, das ist ganz toll, dass der Train arrived hat. Wir fangen auch schon mal an, hier zu dezimieren. Weil wir haben ja nicht mehr so viel Zeit. Und ich will wissen, was hier mit dem Zeltlager los ist. Du, gleich darunter. Los, 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 los. Ich glaube... Ach, das ist eh nur die Ecke, oder? Das wäre ja voll cool. Ja, dann geht mal rein. Schlachtet sie ab. Ja, ja. Guck dir das an. Da ist nicht viel. Ja, okay. Das ist nicht so viel. Selte. Dann machen wir dann weiter. Machen wir... Hier noch so ein kleines Eck draus und hier... Ah, die sind jetzt versetzt. Naja, was soll's. Woran scheitert's? An der Nahrung scheitert's. Okay. Ist ja so gesehen eigentlich ganz nett hier. Wieso geht es da nicht? Hat keine Energieversorgung. Okay. Können wir da noch eine bauen? Ja, können wir. Alter, dieses Wetter, das Donnergrollen, das ist so cool. Okay. Hier oben werden wir etwas mehr Einheiten brauchen, so wie das aussieht. Okay, kann ich noch irgendwo Nahrungsgebäude errichten? Ach, hier haben wir ja auch noch was. Gucke mal da. 14. 17. Geht da eh bloß einer hin. Platztechnisch. Okay, die kommen momentan noch zurecht da oben. Das ist sehr gut. Es wäre schön, wenn der auch Ressourcen mitbringen würde, weil es schaut auch so aus, als ob er welche dabei hätte. Aber finde ich echt nett gemacht. So, ihr zwei geht mir da oben mit dazu. Dann bauen wir hier mal fröhlich weiter. Wie schaut's bei euch aus? Ist ja alles tot, jo. Ah ne, da lebt noch was. Jetzt ist alles tot. Aber wir können hier sonst nichts weiter... Ne?
Das ist einfach nur ein Lager, was sich mal irgendjemand irgendwann irgendwie irgendwo eingerichtet hat. Da steht ein komisches Windrad, das können wir auch nicht nutzen. Aber ansonsten geht es ja auch nicht weiter. Also mehr ist hier nicht. Gut. Gut, dann wäre der Süden der Map schon mal unter Kontrolle. Da in den Osten kommen wir nicht, in den Westen kommen wir auch nicht so ohne weiteres. Oh, was ist denn da los? Ja, ja, ich sehe es. Ich will keinen Soldat verlieren. Packen wir die mal nach hinten. Räumen wir einfach mal mit dem Trupp jetzt hier auf und dann gehen wir auf die andere Seite des Flusses. Tag 11, wir haben nicht mehr so viel Zeit, ne? Ich weiß nicht, ob wir auch nach unten hin irgendwie Verteidigung bauen müssen. Ich hoffe mal nicht. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir es nicht brauchen werden. Aber wir brauchen sowieso noch mehr Kolonisten. Also machen wir hier mal mit dem da weiter. Ja. So. Gut. Ihr zwei auch mal da hoch. Ich kann ja eigentlich diesen hier machen. So, ja, räumt mal auf. Ihr seid 11 Bogenschützen. Das muss ja hinhauen. Na ja, schau, wie toll dass das läuft. Oh, da kommt ein bisschen was auf uns zu. Ja, das geht. Wir packen einfach die zwei noch mit dazu. So, 13 Bogenschützen gegen die paar Zombies. Ich glaube, wenn ich die Schwierigkeit auf Albtraum gestellt hätte, dann hätten wir hier noch zwei oder drei von diesen Giganten gehabt. Ja, das funktioniert ganz gut. Die Gegner kommen nicht an uns ran. Sehr schön. So, ich hätte mal hier ganz gern ein bisschen Strom. Wir können hier natürlich auch weiter bauen, weil wir hier noch Wasser hätten. Und jetzt gönne ich mir dann doch mal mehr irgendwas Fettes, holztechnisch. Da plus 11. Und dann kommen wir hier noch ein paar Hütten dazu. Wo kommen die denn alle her, sag mal? Ist da. Da wird doch wohl kein Village of Death sein, oder? Okay, pass mal auf. Wir machen hier wieder unser Line-up. So. Du dahin, 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 du dahin. Ja. Alles gut. Alles okay. Mhm, alles klar. So, wie schaut es jetzt aus mit der Bevölkerung? Wir sind bei 280. Ein bisschen was brauchen wir noch. So. Aber nahrungstechnisch haben wir jetzt hier schon wieder keinen wirklichen... Naja, wir haben da oben das Wasser. Natürlich, natürlich, natürlich. Warte mal. Das kriegen wir bestimmt schöner hin. Zugriff nicht möglich. Warum nicht? Ach, weil ich nur dahin komme. Okay.
better be good. What? So tired. Last night was amazing. Attention. Building completed. Ja, dann räumen wir doch mal auf. Bin nur mal gespannt, aus welcher Richtung die Gegner dann kommen. So, euch packen wir auch mal dazu. Dann haben wir was? 15 Bogenschützen. Aber teilweise haben sie auch ein paar neue Elemente auf der Map platziert. Hier so tote Bäume zum Beispiel oder die ganzen Felsen. Das hatten wir vorher noch nicht. So, ihr geht mir bitte auch gleich damit dazu. 292. Wir brauchen nochmal ein paar Hütten. So, dann lass mal hier mal ein bisschen Platz frei und mehr geht sowieso nicht. Ja, wir haben eine Veteranin. Cool. Wie schaut's jetzt hier aus? Alles tot? Also ich habe auch keine Lebensanzeigen von Gegnern. Hier oben scheint alles klar zu sein, aber das wäre hier prädestiniert für einen Angriff. Gut. So wie ich das Spiel kenne, werden die Gegner wahrscheinlich wieder früher ankommen als gedacht. Oder? Ne, warte mal, was hat er gesagt? Der nächste Schwarm wird die Kolonie in 20 Tagen erreichen. Also an Tag 20 werden die hier eintrudeln. Das heißt, dann werden wir eine Menge Spaß haben. So, da jetzt hier alles unter Kontrolle ist und ich hoffe, das bleibt auch so. Ja, ich trau dem Kackspiel nicht. Ich stell mal eine Bogenschütze da oben ab, so sicherheitshalber. So, 22. Warte, wir warten die nächsten zwei noch ab. 24. Oh, da sind zwei Veteranen dabei. Cool. Dann würde ich sagen, ja, gute Jagd. So, und wir können hier drüben auch schon mal anfangen, Mauern zu ziehen. Die Frage ist, Abwehrgebäude können wir gar nicht bauen. Ach du meine Güte. Ach du meine Güte. Ja, hier ist ein bisschen was los, glaube ich. So, was sagt er hier? Koloniebevölkerung 300. Vernichte alle Infizierten, aber noch nicht. Widersetze dich allen Schwärmen, haben wir auch noch nicht. Dann können wir uns jetzt darauf konzentrieren, nur noch Bogenschützen auszuspucken, was das Zeug hält. Und da oben werden wir jetzt mal anfangen, eine kleine Verteidigungslinie zu errichten. Kein Holz mehr? Nee. Es wäre gut, wenn ich Lagergebäude bauen könnte, aber nein, das Spiel lässt mich ja nicht. Dann müssen wir zusehen, dass wir nochmal irgendwo Holz rausziehen. Oh, da plus 13. Geil. Oh, und da oben haben wir Gold. Ja, nett. Kannst du mal eine holen, bitte? Sehr schön. Nehmen wir das Gold mit. Die Nahrung nehme ich auch mit. Hier, das da nehmen wir mit. Gut, hier ist soweit alles clear. Also die erste Rückeroberungsmission läuft ja schon mal ganz gut. Attention.
Building completed. So, hier wollten wir einen doppelten Zaun haben. Kann ich Türme bauen? Nee, ich kann auch keine Türme bauen. Ich kann gar nichts bauen hier. Krass. Das ist schon krass. Okay, machen wir das mal so. Dann können wir hier zur Not einfach zubauen. Wenn die Zombies meinen, sie müssten kommen. Also wenn sie hier durchbrechen, meine ich. Eventuell bauen wir uns hier auch noch sowas auf. So. Euch stationieren wir mal da oben. Die stationieren wir alle mal da oben. Euch nehme ich mal mit. Ah, da unten geht's auch noch weiter, ne? Da müssen wir aufpassen. Schauen wir erstmal hier oben. Aber ich habe hier keine... Ne, hier sind keine Anzeigen mehr. Dann schauen wir uns jetzt hier drüben noch um. Dann dürften wir das eigentlich geschafft haben. Geht ja doch relativ schnell, ne? Gerade frage ich mich, es ist zwar ziemlich doof, aber ich frage mich gerade in diesem Moment, habe ich eigentlich auf Aufnahme gedrückt? Ich werde es rausfinden. Und ich kann hier auf die andere Seite der Brücke gar nichts bauen, weil ich da nicht drauf kann. Da ist nicht genügend Platz. Das wird interessant. Das wird sehr interessant. Ach du Scheiße. Halt hier Zeug mitnehmen. So, da fallen sie alle. Na komm, lauft weiter, Mädels. Das ist echt schön, mit 32 Bogenschützen die Map aufzuräumen. So, da brauchen wir auch nochmal Nahrung. Sehr schön. Ich hätte mich gar nicht so abmühen müssen hier mit Ressourcen und... Hast du nicht gesehen? Wir kriegen ja alles. Und ja, ich sehe gerade, Pfeil und Bogen sind gar nicht so ineffizient. Also wenn man davon ein paar tausend Stück hat, dann glaube ich, kann man diesen Krater, den wir gesehen haben, ganz gut verteidigen. Müsste machbar sein. So, Tag 18, die Map ist fast sauber. Ich glaube, die Map ist jetzt dann sauber, weil hier geht's nicht weiter. Ja, du hast recht, das war langweilig. Jetzt haben wir es geschafft, jetzt ist es vorbei. Vernichte alle Infizierten. Jo, Map ist sauber. Cool. Ja, okay, dann... Aber ich kann hier auch gar nichts bauen, ne? Ein Feld neben der Gleise kann man nichts bauen. Das heißt, ich kann die Zombies nicht mal verlangsamen. Sonst hätte ich jetzt gesagt, baue ich hier einfach Mauern und hier rechts neben der Gleise Mauern. Dann wären sie gezwungen, hier auf den Gleisen lang zu laufen. Aus dem Norden. Das ist halt die Frage, welcher Norden? Meinen Sie den Norden oder den Norden? So, immer schön weiter Bogenschützen ausspucken. Ja, dann werden wir uns da verteidigen, wo wir uns verteidigen können. Was interessant werden dürfte, weil hier können wir ja gar nichts zubauen. Ich kann auch das Kommandozentrum gar nicht zubauen. Also wenn sie über die Brücke kommen, dann geht's leider nicht anders. Da müssen wir sie mit bloßer Waffengewalt aufhalten.
So, und ich entschuldige mich gleich mal. Mein Hals ist ein bisschen verschleimt momentan. Keine Ahnung wieso. Ich hoffe, das fällt nicht so sehr auf. 57 Bogenschützen. 59. Weißt du was, wir schicken die auch nochmal da oben rein. Okay, let's do ihr alle an die Mauer. What do you want now? Dann bin ich mal sehr gespannt. Ja, sie kommen tatsächlich von hier. Alles klar. Yes, tell me. Dann können wir alle Bogenschützen da hochschmeißen. So, der Endkampf von Mission 1. Da kommen sie. Das ist es. Okay. Okay. Ich dachte, da kommt mehr. Gratulation, du hast eine ertragreiche Kolonie errichtet und somit den Einfluss des Imperiums gestärkt. Siegbedingungen haben wir, Missionspunkte, Basispunkte 100, Schwierigkeit heraus oder Multiplikator 100. Also ich schätze mal, je höher wir den Schwierigkeitsgrad... Ups, Entschuldigung. Je höher wir den Schwierigkeitsgrad einstellen, desto mehr Punkte bekommen wir auch. Und mit denen können wir wahrscheinlich wieder neue Sachen freischalten. Okay, da hätten wir jetzt die nächsten drei Missionen, wo wir hin können. Schauen wir mal, der letzte Bunker. Dieser abgelegene Bunker war scheinbar das letzte Bollwerk vor dem Untergang. Obwohl er nicht sehr groß ist, haben wir bereits zwei Soldaten zur Erkundung abgesendet und keiner ist je zurückgekehrt. Das ist so eine Heldenmission tatsächlich, wie es aussieht. Der Held muss von der Festung lebend entkommen. Okay, wir haben sogar optionale Missionsziele. Der Scheideweg. Der Scheideweg ist ein strategisch wichtiger Punkt, welcher es dir erlaubt, neue Orte zu erkunden. Unsere Kundschafter haben ein Dorf des Verderbens nordöstlich der Kolonie entdeckt. Ein Village of Death. Wir nennen sie Village of Death. Bleibt einfach so. Vernichte es mit deiner Armee, um das Areal zu sichern. Die Dörfer des Verderbens sind alte Siedlungen der Menschen, welche errichtet wurden, um der Pandemie zu entkommen. Allerdings unterschätzen die... Oh Gott... Oh Gott, liebe Entwickler, Satzbau, Grammatik und Rechtschreibung sind hier, glaube ich, noch nicht so ganz ausgefeilt, ne? Allerdings unterschätzen die Menschen die Gefahr. Durch die Infizierung. Erstens, das heißt nicht unterschätzen, sondern unterschätzten. Vergangenheitsform, dann haben wir da einen unnötigen Artikel drin. Das sollte man vielleicht noch einmal ein bisschen überarbeiten. Eventuell. Die Jägerauen, diese Ländereien mit blühenden Wiesen sind der ideale Ort für eine neue Kolonie. Das ist also nochmal die gleiche Mission wie eben schon, nur mit etwas höheren Zielen. Okay, ja, weißt du was? Dann haue ich jetzt hier einen Cut rein. Das war die erste Mission, die werde ich als Ganzes hochladen, denke ich. Ich lade jede Mission als Ganzes hoch, weil es ist ja blöd, das jetzt zu zerstückeln. Außer die Dinger, die wirklich sau lange dauern. Da muss ich mal gucken, wie ich es mache. Auf jeden Fall, das war die erste Folge der Kampagne von Day of Billions. Das war... die erste Mission. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und im nächsten Video geht's mit der nächsten Mission weiter. Ich glaube, ich weiß auch schon, welche das sein wird. Ja, doch, definitiv. Okay, also, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!